Moin und damit hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Magic. Mit dabei ist wie immer Finn Zack. Hallo. Guten Tag. Und ja, also was jetzt hat heute so genau gemacht wird, weiß ich nicht, weil ich bin übelst unter Stress und so. Ich würde sagen, tun wir die Blutsachen hier weg, weil es sind ein bisschen nervig und könnte hier schon den ganzen Weg voll blutet, wenn ich ihn entführe. Ich kann es nicht wegbauen. Ich glaube, das kann man einfach wieder anders bauen. Wie sieht es mit der Spitzhacke aus? Ich kümmere mich mal ein bisschen um meine Tierchen. Das ist in Boden so hart eingetrocknet, das kriegt man einfach nicht weg. Naja. Ich wollte mir den Eingang, den Günther da gebaut hat, mal ein bisschen ausbauen. Als er gesagt, den ich da plötzlich reingebaut habe. Vielleicht können wir davon aus den guten Weg ins Camp mal wieder heimlich finden. Das ist tatsächlich eine gar nicht mal so schlechte Idee. Siehst du, und wer würde bitte schon im Gefängnis einbrechen? Man will doch da eher ausbrechen. Hab ich recht, ja, oder recht? Das können wir durchaus machen. Siehst du? Ein kuhreicher Mensch. Ja, und wir haben sogar immer einen Weg jetzt hierhin. Mit Fußspuren. Finn. Und ein Tor ist da vorne auch. Also passt doch. Finn. Warum ist da ein Tor? Was hast du angestellt? Also ich bin unschuldig. Ich wollte dich gerade fragen, so. Warum ist dort ein Tor? Diesmal habe ich wirklich nichts gemacht. Wenn du sich nicht, wenn du es nicht warst und ich es nicht war, wer zum Fick war das dann? Du kannst nicht sein, das Gefängnis, ich bin ja eingesperrt. Der Elfenkönig ist auch im Gefängnis, Winterdien ist auch im Gefängnis. Das ist ein guten eigentlich ein Gefängnis. Was hast du angestellt? Wieder, cool. Finn, ich werde angegriffen. Helf mal. Okay. Alter, hier sind ein paar Leichen. Ja. Ui. Ich geh dann mal. Tschüss. Okay, das. Ja. Ich dachte jetzt, das wäre viel gefährlicher, was. Oh, ich bin im Treibsand mit meinem Speeder. Mein Speeder wird sterben. Alter, die Speeder sind ja geil. Ja, so einfach auf mal ein Imperium aus. Bro, mein fucking Speeder ist im Treibsand erstickt. Oh, ich bin gerade mit meinem fucking Speeder im Grundstück drin und parken hier. Alter, was haben die gedroppt, bitteschön? Die haben mir Powerpacks und einen DL44 gedroppt. Die haben sie auch. Mit dem kann ich sogar schießen. Cool. Aber was hat das Enderbrüche zu suchen? Du meinst das Imperium? Ja, mehr als das Imperium, ja. Das ist wirklich eine gute Frage. Einer von denen hat anscheinend ein Buch gedroppt, oder ist es nur eine Anzeige von wie heißt er nochmal? Wie heißt der nochmal? Dieser eine Typ, den wir auch eingesperrt haben, dieser Abzocker dort. Nein, nicht, dass ich wüsste. Könnte sein, weil ich habe ja 1000 Anzeigen von dem. Ja, ein kleiner Anzeigen, weil du immer so illegal unterwegs bist. Ey, du hast auch was davon bekommen, also ich werde dich verpetzen dann auch. Was haben die noch alles gedroppt? Soll ich mal das Buch einfach vorlesen? Ich habe ein Geschenk für dich. Wir waren in der Gefängniszelle drin. Wo bist du? Ich bin bei meinem Haus. Ich habe aber einen Astromelch. Ich bin in dein Haus. Wo bist du? Ich hab gesagt, ich bin bei meinem Haus. Aber ich bin in dein Haus, komm in dein Haus. Unten, okay. Hier, der hat das Warngefängnis drin gesteckt. Was will ich mit einer fucking BB-8 Einheit? Schiss nicht. Nee, ich hol mir den Swaggy 8 Strommilch. Da arbeite ich jetzt in der Küche für mich. Welchen Strommilch? Der in meiner Küche ist. Du hast R2, ich hab C3PO. Schon für dich.
Soll ich das Buch jetzt mal vorlesen oder nicht? Okay. Ja. Endercore, unser Bündnis steht. Grüße Imperium. Mehr steht nicht drin. Wow. Das war echt ein fauler General, der das geschrieben hat. Ja, was definitiv faul. Ich tue das Buch jetzt einfach hier zu meinem Lichtschwert. Ich meine, das hat mir halt mehr auf der Liste, oder? Ja, und zwar das Galaktische Imperium aus Star Wars. Galaktische Imperium, andere Sender vor. Dann haben wir noch hier in unserer Pause Freunde gefangen genommen. Alter. Was haben wir angestellt? Bitte schön, dass uns sowas passiert. Sind die nicht normalerweise die Guten? Wie kann man eigentlich in A-Wing fliegen? Weiß ich nicht. Ich habe einen gedroppt bekommen, aber ich kann ihn nicht benutzen. Ich auch. Ich habe auch einen gedroppt. Ich glaube, wir sollten damit eher mal auf eine große Fläche gehen, oder? Hast du ihn schon platziert? Ja. Dummkopf, wir sollten auf eine freie Fläche gehen. Oh, wir bräuchten auch erst einen Questlog. Und wie bekommen wir das? Man braucht ein normales Buch und Chromium das. Oh, das können wir mal suchen. Chromium das, davon habe ich voll viel. Ich habe auch welches. Ich mach mal kurz eins für mich. Mach du auch mal eins für dich. Ja, ich muss schauen, wo ich mein Chromium das dabei habe. Ja, das weiß ich auch nicht. Hä? Bin ich jetzt dumm? Das ist doch dieses Erz, das wir immer abbauen, dieses voll die hohe Auflösung hat. Finn? Ja? Kannst du mir mal kurz ein Chromium Dust geben? Ich hab davon 10 Stück noch übrig. Ich hab jetzt auch ein Questbook lock gemacht. Wo bist du? Ja, aber das, ich glaube, das muss man selber craften, weil sonst wird das auf dich registriert. Ja, denke ich auch. Ja, ich stehe zu meinem letzten. Da steht jetzt Finna_45 Questlog. Habe ich zufällig noch irgendwo ein fertiges Buch? Weiterhin muss ich sagen. Natürlich, jetzt finde ich das Chromium das von mir. Ich hasse Dreckbomben und das. Ja. Hast du ein Buch? Ich craft mir eins, also selber. Achso. Okay, jetzt hat. Die vierte Welt. Und jetzt hat. Ich habe ein Erden-Hyperraum-Ding und ein Tatooine-Hyperraum-Teil. Ja, ich auch. Also ich auch. Und was mache ich jetzt mit diesem Questlog? Ich habe gehört, es gibt so eine Art Terminal, worüber man erst was nachsehen muss. Ich glaube, das hatte Jedi in sein Haus. Warte, was hast du gemacht? Ich hab einfach. Wie bist du hingekommen? Ich hab einfach auf meinen A-Wing gesneakt und. Oh nein, jetzt bist du auch hier gestrandet! Egal, wir haben noch einen Erd-Hyperraum-Teil, das heißt, wir fahren einfach wieder zurück. Wir haben aber kein Raumschiff! Wir haben aber ein Warpbook. Wir haben ein Warpbook. Ausch. Machen wir doch einfach hier ein Warpage hin. Ich hab keine Warpage mitgenommen. Ich hab Warpages. Kannst du mir eine geben? Ich geb dir dann zu Hause eine. Alter, schau mal da drüben. Ja, Mann, schau. Alter, das ist ja geil. Yo. Wir sind hier auf Tatooine. Hier ist Top. Alter, das zieh ich ab, das brauchen wir für die Magie-Mod. Alter, was gibt's hier denn noch alles? Weißt du. Alter, ey, ist gecoint. Ja, ich weiß, ich weiß, dass es Coins gibt. Das ist von diesem PSWM, das wir so schon seit Anfang an dort haben. Das ist ja cool. Ich mach einfach in der Dings in. Tatooine.
Auto laden. Wollen wir das hier nächste Folge ein bisschen erkundschaften? Ich würde jetzt noch ein bisschen erkundschaften und dann wieder zurückgehen. Weil jetzt kann ich mich halt teleportieren dorthin. Ich auch. Wer bist du und was? Oh, bei dem kann man sich Sachen kaufen wie ein Speeder und Unknown. Ist das ein roter Kyberkristall? Der verkauft Hyperdrives. Alter, das ist cool. Was gibt's hier noch? Was passiert, wenn ich einfach den Speeder hier klaue? Okay, ich bekomme Schaden. Schaden. Hier kann man für Vibram-Teile kaufen. Ja, habe ich schon gesehen. Ich würde aber noch nicht zu anderen Sachen. Vielleicht mal Hoss irgendwann. Aber das reicht doch jetzt das erste, oder? Also. Ich stehe mal hier. Ich meine, ich leih mich hier mal ein paar Sachen aus, natürlich. Was mit dir? Ich schaue mich ein bisschen um. Ich fliege ein bisschen rum. Hier ist eine Kantine. Okay. Ich habe einen Gong-Druiden. Alter, wie geil. Und einen Maus-Druiden. Ich habe einen R5 Astromech-Druiden. Okay, nice. Alter, hier kann man sogar Essen kaufen. Du hast ein Restaurant gefunden. Was gibt's? Alter, das ist cool. Ich klau einfach von jedem hier das Geld, weil ich rich sein möchte. Mach ich auch. Wir sind hier nur zu Gast, aber sind ziemlich aus der unterwegs. Deine Schuld. Du hast angefangen mit Klauen. Ich weiß. Also warum ist es meine Schuld, wenn ich dann auch einfach mich mitreißen lasse? Alter, was wir alles finden können. Soll ich auch so einen Druiden nochmal mitbringen? Ich hab noch zwei Druiden, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ich brauch nicht. Aua! Ich hab hier jemanden gefunden. Ah, ich hab mal auch ein Restaurant gefunden. Cool. Warte, wenn wir hier in Star Wars sind, heißt das nicht, dass hier dann irgendwo auch die R2-D2-Kapsel ist? Keine Ahnung, wo, auf welchem Teil wir von Tatooine sind. Du musst wissen, so ein Planet ist groß. Egal. Wollen wir es mal suchen? Oder finden die es ja dann? Ich meine, wir können es mal suchen. Ich hätte Lust auf so eine Erkundung von Tatooine eigentlich. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? So viele Mann. Okay, ich hab die Javas gefunden auf jeden Fall. Oha. Wo bist du denn? Ich bin außerhalb von der Stadt. Es regnet hier einfach nur Javas und es sterben Tausende. Es regnet Java. Was ist das? Es regnet Javas. Hallo, was verkaufen Sie? Der verkauft Ionization Blaster, der verkauft Droid Hacker, Droid Caller und Power Packs verkauft er, also Munition. Und Druiden selber verkauft er auch. Das ist cool. Dann schau ich auch mal nach, vielleicht finde ich die auch. Stehe von denen gerade das Geld. Was? Auf jeden Fall gibt es hier eine große Auswahl an Sachen. Und auf jeden Fall weiß ich, dass ich jetzt mal langsam die Folge beende dann. Ja. Ach, ich bin auch da. Wollen wir nächstes Mal dann nach der Kapsel suchen? Können wir gerne machen, Leute. Also ja, ihr habt gehört, was wir nächste Folge machen. Wir suchen nach einer Kapsel. Und natürlich jetzt, nachdem ich weiß, dass das Imperium und der Endercore ein Bündnis haben, nach einer Basis. Stimmt, eine Basis der Imperialen könnte hier auch sein. Ja. Daran habe ich gar nicht gedacht.
Also ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und dann würde ich sagen, ciao. Leute!